Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime oder mobiles Pflegepersonal. Der Bedarf im Land dafür wird immer größer, das zeigen aktuelle Prognosen. Damit auch weiterhin eine gute Gesundheitsversorgung garantiert ist, wird die Rekrutierung nach Pflegekräften aus Drittstaaten vom Sozial- und Gesundheitsressort jetzt zusammen weiter forciert. Früher hat jedes Krankenhaus, jedes Altersheim irgendwie selbstständig versucht, in den unterschiedlichsten Zielländern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Seit einiger Zeit bündeln wir die Kräfte, das heißt, es gibt einen gemeinsamen Prozess, eine gemeinsame Ausschreibung für Oberösterreich, wo Krankenhäuser, aber auch Alter- und Pflegeheime sich beteiligen können und eben dadurch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Einrichtungen gewinnen können. Ein Leitprojekt zur Anwerbung von hochqualifizierten und diplomierten Pflegefachpersonen von den Philippinen läuft bereits. Mittlerweile sind rund 130 philippinische Pflegefachkräfte im Land tätig. Weitere 100 sollen im kommenden Quartal folgen. Die Leute haben in der Regel eine exzellente Ausbildung, zumeist auf Bachelor-Niveau, vergleichbar mit unseren Diplompflegekräften. Da die Ausbildungen doch ein bisschen unterschiedlich zu uns gestaltet sind, müssen die Menschen Ergänzungsausbildungen machen, die sozusagen den Gap schließt zwischen dem, was sie zu Hause gelernt haben und bei uns halt in den Curriculas erfordert ist. Und die Personen fangen dann entweder direkt als Diplompflegekraft bei uns an oder in den ersten Jahren als Pflegefachassistentin. Das Land will aber weiterhin an zahlreichen Maßnahmen festhalten, Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher für den Pflege- und Gesundheitsberuf zu begeistern und Pflegepersonen langfristig im Beruf zu halten. Doch das allein reicht nicht aus. Wir haben das Glück, dass immer mehr Menschen sich für den Sozialbereich entscheiden. Wir haben +40% bei den Neuanfängern unserer Ausbildungen. Das heißt, da sind wir sehr, sehr erfolgreich. Aber wir werden auch alle mitsammen immer älter und immer mehr Menschen werden immer älter. Das heißt, wir brauchen auch zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland, um den Pflegebedarf decken zu können. Die bisherigen Rekrutierungsprozesse waren aufwendig und komplex und werden deshalb optimiert und standardisiert, etwa durch die Verfahrensbeschleunigung bei Rot-Weiß-Rot-Karten. Mit den Ländern Indonesien, Kolumbien, Indien, Nordmazedonien sowie Brasilien wird das Projekt zur Anwerbung von Pflegefachkräften um 5 weitere Zielländer erweitert.